9. Ich habe ganz gut geschlafen bis auf heute Morgen um 6. Das war schon echt dringend, wo ich da mal austreten musste. War aber gar nicht so kalt. Ja, gut geschlafen habe ich. Das Setup hat sich bewährt. Wir hatten es aber auch nicht so kalt. Ich schätze mal so. Oh, zwischen 0 und 2 Grad, irgendwas so. Und willkommen in meinem Zelt. Gestern habe ich nicht mehr großes Video gemacht, das war einfach zu viel, die Leute wiederzusehen und so weiter. Aber deswegen war ich heute. Erster Tag. Also, zweiter Tag. Gestern war Ankommen, das zähle ich nicht. Werde so ein paar Sachen heute unternehmen. Ich werde euch dabei wohl mitnehmen. Also, wenn ihr wollt, schaut dazu. Ja. Jetzt muss ich mal mich hier rauspulen. Bisschen was anziehen und dann geht's weiter. Frühstück. Also ich bin jetzt durch und ja, die Aufnahmen eben aus dem Zelt, weiß ich nicht, wie die geworden sind, anscheinend beschlagen. Ja, es ist jetzt 10:45. Die Sonne scheint, wir haben echt Glück heute mit dem Wetter. Der Platz ist eine Schlammschlacht. Das Treffen ist super genial. Sehr lustige Leute. Boah. Es macht echt Spaß. Und ich bin absolut begeistert. Also mir fehlen echt die Worte. Erstmal Prost Kaffee. Die Leute von Shit Hit the Fan Franken sind da, also SHTF Franken. Der Miesegrau ist hier und ja, heute der
Der Tag ist voll verplant. Wir bauen hier gerade eine Schmiede auf. Wollen ein paar Messerchen schmieden und nachher dann noch Bogen schießen. Ja, also wird strammer Zeitplan heute. Ich werde den Tag hier jetzt noch ein bisschen genießen, ich zeige euch noch ein bisschen was und dann morgen Mittag muss ich dann leider schon wieder aufbrechen nach Hause. Aber wieder so ein Treffen, was unvergesslich sein wird. Selbst Leute aus der Schweiz sind extra hierher gekommen. Die sind dann gestern Abend im Dunkeln, standen sie plötzlich hinter mir. Auch zwei echt klasse Leute haben ordentlich was zu erzählen, wie alle hier. Wir haben gestern Abend so viel gelacht. Ich habe echt so ein bisschen gleich. Wir haben echt so ein bisschen Muskelkater am Bauch vor Lachen. Echt klasse. Ich werde gerufen. Ich muss weiter. Hier, das ist ein Amboss, den Papa selber geschnitzt hat. Der ist zwar nicht so toll. War noch ein bisschen schwerer. Ja, den holen wir jetzt gleich und stellen wir da drauf. Und die haben ein paar Jungs von mir in der Werkstatt schon vorgearbeitet. Und die wollten für dieses Outdoor-Event als Andenken jedem Papa und Sohn so ein Messer mitgeben. So eins. Ja. Und dann hat die Klinikleitung gesagt, Messer, straffällig gewordene Jugendliche. Das richtige Werkzeug für die, wenn sie rauskommen. Zu Hause können sie ein Brotmesser kaufen. Ja. 90% von den Gewalttaten werden mit Küchenmesser verwendet. Ja. Da wir keine Küchenmesser machen, haben wir kein Problem damit. Nur wenn ich dran denke, dass ich ja, pack rein. Was ist so besseres Wetter? Ja, jetzt wird geschmiedet. Große und kleine. Der miese Graue, der guckt ganz gespannt zu. Ja, natürlich. Das passiert in der Schmiede zu Hause. Thank you.
So, jetzt da oben, das noch weggefeilt, einmal einen Schleifstein dran, ist das Ding fertig. Also für ein Küchenmesser reicht das jetzt schon. Kurz ausprobieren. Kleinigkeit. Gibt nachher lecker Erbsensuppe und vorher habe ich hier noch so einen Tracking-Burger und den will ich einfach mal probieren. Ich habe da schon ein Video drüber gesehen, der hat das super erklärt, da werde ich auch drauf verlinken. Der liegt jetzt ein halbes Jahr bei mir rum und ich werde es mal jetzt einfach testen. Dazu werde ich den einfach hier im Wasser erwärmen und dann sehen wir weiter. Ja, das ist aber schlau. Ich habe hier meinen Spirituskocher aufgebaut, dürfte einen Moment dauern, aber ich habe ja Zeit. Das ist jetzt nur die Frage, wie kriege ich den dann später wieder hier raus? Bin ich mal gespannt auf Geschmack, Konsistenz und so weiter. So, wenn mein Teewasser fertig ist, dann geht's los. Ja, sind hier alle fleißig am Hacken, am Schmieden und ich mache das Arbeiterdenkmal. So, jetzt gieße ich mir erstmal meinen Tee auf und dann kommt der Topf gleich drauf. Ja, wenn man es hat. Oh, ich schmeiß den jetzt einfach mit rein und dann warten wir, bis das Wasser heiß ist. Ich jetzt mal so, ich fülle gleich nochmal Spiritus nach und dann einfach leer brennen lassen. Dann wird es wohl reichen. Dumm nur, wenn ich die Dose aufschwimme. So, wollen wir gleich mal probieren. Der Spiritusbrenner ist gleich ausgebrannt. Hat jetzt etwa eine Viertelstunde, 20 Minuten gedauert. Ich bin sehr gespannt drauf. Mal abwarten. Ein paar Minuten habe ich noch. Juhu! Tja,
Heute haben wir echt Glück mit dem Wetter. Bin mal gespannt, wie das morgen wird. Aber nichtsdestotrotz, der Magen will was zu tun haben. Ein bisschen warm ist es alles. Das Etikett löst sich. War klar. Ich glaube, das Etikett hebe ich mir auf. Entweder als positive oder negative Erinnerung. Mal gucken. Ja, die Dose soll man von beiden Seiten öffnen. Aber nur eine Seite hat einen Aufreißer. Was machen wir da? In einem anderen Video habe ich gesehen, was ich euch ja verlinken möchte. Da hat er die eine Seite mit einem normalen Dosenöffner aufgemacht und dann halt später aufgerissen und rausgedrückt. Ich werde das, glaube ich, genauso tun. Also sieht schon mal nach Brötchen aus. Riecht leicht säuerlich. Andere Seite. Sesam. Hätte ruhig noch ein bisschen gekonnt. Den da rauszukriegen ist ein bisschen tricky. Der Käse klebt. Na, Dosenwandtest. Na. Oder was es zumindest an Käse sein soll. Ich hab ihn. Das ist der Tracking Burger. Ja, aber da sind auch Hippies dabei, so übergebliebene Alt 68er und was weiß ich alles. Ja. Ehrlich? Hat ein wenig was von Katzenfutter. Oh. Muss man probiert haben. Zwiebel? Zwiebelschale? Ach, hast du deinen Burger? Ja, ich hab meinen Burger. Spannendes Teil, oder? Schmeckt merkwürdig. Hi, wir haben dich gewarnt. Aber es muss man ja selber erleben, gell? Du sagst es. Also, das Ding hat was.
bisschen fest in der Konsistenz. Ansonsten. Ja. Man kann ihn essen, muss man aber nicht. Das sieht so ein bisschen nach Käse aus. Naja. Geht. Also. Am Tag ist noch was geplant. Gleich gibt es noch leckerer Erbseneintopf. Ich werde jetzt erstmal aufessen und dann geht's weiter. Jetzt soll ich mal ran. Haben sie mir einen Unterarmschutz verpasst? Toi, toi, toi. Ich habe noch nie geschossen. Das kann der Daumenkuppe der Mundwinkel sein. Das kann den Mundwinkel. Ja, kann ich gerne machen. Wem gehört die Armbrust? Mir. Ah, hast du gehört? Runter. Genau.
Zeigefinger drüber, die beiden anderen drüber. Ja, auf der Schuss, sehr schön gemacht. Und einfach nur ein bisschen. Ja, und du bleibst unbedingt hier stehen, du tanzt nicht, du bleibst ganz genau hier stehen, das ist schweinegefährlich. Diese Dinger sind zum Höchstschutzjagen geeignet. Die rückt ein bisschen hin und her, damit du mal ein Gefühl hast, so, jetzt die Spannung auf der Sehne. Das Ding ist blöd. Ja. Nein, hier die Beine. Ganz gut. Das ist kein Spielzeug, das sind richtig gute Aufnahmen. Ja. Ruhiger werden dabei. Ja, genau. Bitte? Mein Hunger, dann finde ich jetzt noch meine Pfeile. Festhalten, an einen noch. Wenn du jetzt hierher gehst und nimmst den hier, ja, so. Hierher, bis hierher, dann kommst du, darfst du mal mit dem Bogen schießen? Nach hinten noch. Also, jetzt kannst du es von da aus nicht sehen, wo ich anker. Mittelfinger von der Feldseite rein. Ein Meter weit. Und dann, wenn er eingeschlagen ist, fängt er den an wieder. Noch ein bisschen länger. Stand tall. Ja. Stehe groß, stehe stolz. Dann funktioniert das. Dann hast du nämlich eine ganz andere Körperspannung wieder. Ja, wir halt den Bogen. Nicht in den Dreck. Das kann er nicht haben. Aber rein. Ja, nicht so. Ja. Zeigefinger da weg. Den wollen wir da nicht haben. Ja! In Hals geschossen. Super gut gemacht. Warte, stehen bleiben. Ach, ein wunderschöner Schuss. Also so. Der hat knapp 60 Punkte, glaube ich. So. Nein, nicht den Kopf runter, sondern den Arm hoch. Den Ellenbogen. Ganz alleine und weiter zu. Weiter zu. Zieh, weiter zieh, zieh. Daneben. Ah, er war daneben. So, jetzt bleibst du bei Mama. Mama hält fest. Ja, und ich schieße noch mal. Das ist wieder wichtig. Ja. Alles ist gut. Wir arbeiten. So. Das liegt einfach daran, dass du den Arm hier nicht hochgelegt hast. Schaut jetzt beim Olli an, der macht das nämlich ziemlich gut. Ja, nee. Aber das traumhaft. Bei der Bogen würde ich gar nicht so lange halten. Du brauchst nicht lange zielen, du bist jemand, der sehr wenig Zeit für braucht. Los. Wesentlich besser. Hier. Sag mal, der Bogen hat für unser 10 Pfund zu viel. Das ist schon. Ich finde den jetzt ganz schön richtig. Ja. Der staked auch ein bisschen. Der Pfeil ist ja mal sowas von grob. Nein, der kann nicht. Aber viel sauber. Genau so. Genau so soll das sein. Der Schatz ist nicht. Das ist meine Töchter, meine Tochter, meine Söhne, solche Bilder, halt funktioniert wunderbar. Jetzt quer hinstellen, jawohl. Das Bein nach vorne, ja. Das nach hinten. Der und das sah ziehen. Gut aus. Das sah auch von der Seite her richtig so weit, aus. Aber leider dann nicht. Schön gestanden, so, wunderbar. Dreh mal deine Hüfte noch ein bisschen mehr. Ja. Jawohl. Schatz, ich kann nicht auf die Mama. Machst du doch nicht so schwer. Ja. Hast du gemerkt, kürzere Haltezeit reicht bei dir. Ja, aber du hast gute Augen, das passt. Die Handraumkoordination bei dir. Also, ich habe noch nie mit dem Bogen geschossen. Es geht doch ziemlich als völlig ungeübter auf den Arm. Und der Bogen, den ich hatte, der soll nur 25 Pfund gehabt haben. Nicht schlecht, macht aber Spaß. Sehr interessant. Einer hier scheint so ein bisschen mehr Ahnung zu haben. Richtig klasse Anleitung bekommen. Super. Herrlich. We'll be right back.
du das immer siehst, ich hab das mal ausgemacht, dass du das, wie du das immer siehst in den Filmen, ich meine, wer schmeißt denn bitte seine Axt weg? Ja, also, ich denke mal, dass immer sehen, Tomahawk, die Indianer, Tomahawk werfen, wer macht denn das? So, ah, du, ich sehe, du hast keine Waffe, dann nimm noch meine. Da kriegen wir gleich starke Waden. Ich finde bergab gehen so viel schlimmer einfach. Wir haben das Wiesel vergessen. Das ist der Weg da am Hochstand vorbei. Ich bin so eine Höhe nicht gewohnt. Ich hab der Höhendrang was, hey. Ja, dann wisst ihr ja, ne? Improvisation ist alles Trage bauen und mich runterziehen. Oder einfach liegen lassen. Ja, das ist auch scheiße. Miesegrau wird mich vermissen. Oh, scheiße. Ich glaube, wir können dich hier auch runterrollen. Einmal anschubsen. Als Six Feet Under. Ganz gefahren. Oh, scheiße. Da wollen wir gleich runter. Und ich habe vergessen, mir die Zehennägel zu schneiden. Eieiei. So. Wollen wir da jetzt runter? Sterben müssen wir. Und kacken. Nee, nicht mal das. Nicht, dass du lang durchhältst, wenn du nicht kacken gehst. Im schlimmsten Fall stirbst du.
Alter Schwede. Bloß nicht stolpern. Oh, einmal die Treppen runtergeflogen. Oh, leck, Alter. Das ist auch mies. Und hier geht's ja noch. Bei denen ist es von der Landschaft her. Ja. 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 Sehr vorbildlich. Wir haben ja unseren kleinen Treffen, wo wir halt auch sehen draußen in diesem Feinkreis. Ey, alles zugehört, sogar einfach Tontöpfe, alles. Ja. Und wir genau gesehen, der hat einer irgendwo anscheinend Gras angebaut gehabt. Und der hat seinen ganzen Graben, den er dafür gebraucht hat, einfach da stehen lassen. Blumenerde, Topf, der ganze Scheiß, weißt du? Ja. Was ist denn da passiert? War ich hier auch gerade. Schief? Das ist natürlich geil. Richtig schön wackelig. Abgeknickt, ne? Das sieht aus wie abgedreht. Außen bin ich ja von einem Sturm und dann der ist da nicht gebrochen, dann ist er morsch geworden. Das ist auch eine Ruhe, ne? Das ist total. Ja. Alles verrottet.